Kommen wir nun zum Echtzeitstrategiespiel Battle Realms, einem Echtzeitstrategiespiel von Ed Castillo, dem Producer der ersten beiden Command & Conquer Spiele. Ich habe meine Version mit dem Kompatibilitätsmodus unter Windows ohne Probleme zum Laufen gebracht. Battle Realms spielt in einem Fantasy angehauchten japanischen Setting, was vor 20 Jahren scheinbar gerade in gewesen sein muss, wenn ich da an Throne of Darkness aus dem letzten Monat zurückdenke. Battle Realms ist ein ziemlich interessantes Echtzeit-Strategiespiel, das einige Dinge anders macht als die klassischen Genre-Vertreter jener Zeit. So schon mal die Zahl der Einheiten, die deutlich reduziert. Mehr als 40 Einheiten pro Seite befinden sich nie auf dem Schlachtfeld. Und alle generieren sich aus der gleichen Ressource, nämlich Bauern. Es werden nämlich keine Einheiten in Gebäuden generiert, sondern lediglich Bauern zum Trainieren geschickt. Aber fangen wir am Anfang an. Wir spielen Kenshin vom Clan der Schlangen und kehren in unsere Heimat zurück, wo wir gleich vor Beginn der ersten richtigen Mission uns entscheiden können, den Bauern im Dorf zu helfen, die gerade von Banditen überfallen werden, oder die Banditen dabei zu unterstützen, die Bauern zu plündern. Wodurch wir uns für einen der Kampagnenwege entscheiden können. Auch im weiteren Spielverlauf gibt es immer mal wieder Möglichkeiten, sich für die unterschiedlichen Wege zu entscheiden. Die Ökonomie im Spiel funktioniert wunderbar einfach. Es gibt insgesamt zwei Ressourcen zum Sammeln, Reis und Wasser. Also schicken wir einen Bauern zum Reisernten und einen weiteren zum Sammeln von Wasser aus einem Teich. Ein dritter kann jetzt bei Bedarf noch die Reisfelder wieder mit Wasser versorgen und schon ist ein kompletter Kreislauf geschlossen. Zum Bau von Gebäuden und Trainieren von Einheiten werden die Ressourcen wieder verbraucht. Neue Bauern werden durch den Bau einer Hütte und den Ablauf von Zeit automatisch generiert. Wobei mit jedem neuen Bauern die Zeitspanne für das Entstehen eines neuen verlängert wird. Wie zu Beginn schon gesagt, kann man maximal 40 Bauern überhaupt befehligen, womit jede Einheit von Belang ist. Schicken wir einen Bauern ins Dojo, wird er zum Lanzenträger. Schicken wir ihn in die Schießanlage, wird er zum Bogenschützen. Ein sehr cooler Kniff sind die Kombinationsmöglichkeiten. Denn schicken wir den trainierten Lanzenträger in die Bogenschießanlage, wird aus ihm ein Drachenkrieger. Ein mächtiger Nahkämpfer, der aber auch über einen magischen Fernkampfangriff verfügt. Sehr cool. Nicht zu vergessen die Yin- und Yang-Punkte, die sich durch gewonnene Schlachten gewinnen lassen. Diese werden benötigt, um seine Einheiten verbessern zu können. So bekommt man durch den Einsatz von Yin-Punkten für die Speerträger zum Beispiel eine erhöhte Angriffskraft oder sie können mehr Schaden einstecken. Hierdurch wird offensives Vorgehen belohnt, da man Upgrades nur bekommen kann, wenn man auch kämpft. Gleichzeitig sollte man den Gegner möglichst keine leichten Siege schenken, da er sonst ebenfalls Punkte sammelt. So sind durch wenige spielmechanische Elemente schon richtig viele Kombinationen möglich. Dazu die Heldencharaktere, echtes 3D-Terrain, das sich auch strategisch ausnutzen lässt, indem man zum Beispiel Felskugeln Abhänge herabrollen lässt oder Reisfelder und Gebäude in Brand setzt. Alles sorgt für richtig viel Abwechslung bei den Kämpfen. Durch die geringe Einheitenzahl bleibt aber alles noch so überschaubar, dass es gut spielbar bleibt. Ein richtig schickes Echtzeit-Strategiespiel. Aber dennoch wollte für mich der Funke nicht so richtig überspringen. Durch die viel zu nahe Kamera spielt sich das Ganze doch recht mühsam. Alle Links im Internet zu eventuellen Patches, die an der Auflösung und dem Zoom drehen, waren leider mittlerweile defekt. Auch die Heldenfähigkeiten haben sich nicht so nachvollziehbar für mich angefühlt und das Trainieren der Bauern in den Gebäuden fühlt sich nicht so intuitiv an, wie das in Reihe produzieren in vergleichbaren Spielen. Vielleicht würde der Funke noch überspringen mit mehr investierter Einarbeitungszeit oder den Spielen der Zen Edition auf Steam mit höherer Auflösung. So bin ich doch ein wenig enttäuscht von Battle Realms. Und denke die ganze Zeit, ich könnte ja auch Warcraft 3 spielen, das relativ viele Ähnlichkeiten zu Battle Realms aufweist, aber eben deutlich besser spielbar ist und ein halbes Jahr später erschienen ist. Mein Fazit, Battle Realms ist bestimmt ein interessantes Spiel, aber ich werde nicht noch länger reinspielen. Einverstanden. In mir findet ihr euren Meister! Das ist dein Tod!